Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 6. Ausgabe vom Kongs Gym Podcast. Wir machen heute ein kleines Ferien- bzw. Sommer-Special. Ich bin hier zusammen mit Oliver Meyer und wir werden heute einige eurer Fragen beantworten. Und wir gehen jetzt aber erst einmal auf eine Frage vom letzten Mal noch ein. Olli, das meintest du, das wäre gut, dass wir da mal ein bisschen danach haken bzw. darauf aufbauen. Training in der Ferienzeit bzw. in der Off-Season, wenn jetzt keine Wettkämpfe anstehen oder wenn jetzt zum Beispiel wie jetzt Ferien sind. Genau, richtig. Ich meine, jetzt ist aktuell, sind ja auch wenig bis keine Events, die stattfinden. Juli, August ist meistens relativ wenig, was MMA-Events angeht. Klar, die Leute sind in Ferien. Hallen-Events gehe ich im Sommer auch nicht so hin. Jetzt schauen wir mal, im Oktober ist ja dann ein Open-Air-Event. Mhm. Ja, sehr großes. Sehr großes sogar. Und von dem her ist es dann auch so, dass im Sommer einfach die Leute in Ferien gehen, die Kämpfer in Ferien gehen und so weiter. Und dass man, das Ding ist einfach, dass wenn ich im Profibereich trainiere und ich mache 3 bis 6 Wochen einfach mal nichts, dann haut es mich in meiner Leistung so weit zurück, dass ich wahrscheinlich 3 bis 6 Monate brauche sogar, um wieder auf den entsprechenden Leistungsstand zu kommen. Ist auch ungesund, ja. Ist ungesund einmal, aber und da geht es jetzt primär um das Thema Kraft. Hm. Ja? Im Konditionsbereich, wenn man sich vorstellt, wenn du dich an Trainingscamps erinnerst, ja, du bist, sagen wir mal, wenn du anfängst mit deinem Konditionstraining, jetzt mal egal, ob auf dem Laufband oder auf dem Airbike, und dann guckst du, wo du nach 6 Wochen ungefähr bist mit deiner Leistung. Hm. Ja? Wenn du das regelmäßig und systematisch trainierst, dann hast du, würde ich mal sagen, locker eine Steigerung drin von 20 bis 25 bis zu 30%. Wenn du es auch trackst. Ja. Du musst es auch tracken. Tracken. Ich rede von Profibereich. Gehe ich davon aus, dass die Werte getrackt werden in irgendeiner Form. Genau, sonst macht es keinen Sinn. Ne? Ja, ja. Wenn ich einfach nur jetzt das Konditionstraining mache, ohne diese Werte mir zu nehmen und aufzuschreiben und zu tracken, wie du sagst, dann kann ich es bleiben lassen. Das hat nichts mit Profitraining zu tun. Das ist, wenn ich hobbymäßig trainiere und sage, ich will mich ein bisschen bewegen, ich will ein bisschen joggen gehen, ich will ein bisschen aufs Airbike machen gehen, ich mache mal ein HIIT-Training hier, mal da was und so weiter. Aber ich rede von systematischen Training. Etwas Messbares. Ja. Etwas Messbares, so. Dann hast du eine Steigerung, sage ich mal, von, sagen wir mal, 20 bis 30% im Cardio-Bereich. Ne? Im Kraftbereich kannst du in 6 Wochen, sage ich mal, deiner Maximalkraft, je nachdem, wo du bist, wie viele Trainingsjahre du hast im Athletikbereich, ne, würde ich mal sagen, kannst du so eine Steigerung vielleicht von 5% erzielen. Das ist schon viel. Mhm. Also 3 bis 5%, würde ich sagen. Ne, so. Das heißt, sagen wir mal, jetzt im Sommer, wenn ich jetzt keine Kämpfe anstehen habe und so weiter, ja, konzentriere ich mich nicht auf Cardio-Training. Mhm. Ich gehe das einmal in der Woche joggen gehen oder mal aufs Airbike oder so, das ist völlig ausreichend. Mhm. Oder auch mal selber Kampfsporttraining natürlich zu machen. Ne? Grappeln, Pratzentraining, Kickbox-Training, MMA-Training, sowas. Mhm. Ne? Im Kraftbereich sieht es anders aus. Ne? Du verlierst etwa nach 5 Tagen Speed. Mhm. Endgeschwindigkeit in deinen Aktionen. Ne? Du verlierst nach circa 30 Tagen an deiner Maximalkraft. Und nach 14 Tagen geht es an die Kraftausdauer. Ah, okay. Und Muskelmasse auch, definitiv. Muskelmasse auch, aber auch an die Kraftausdauer. Ne? Mhm. Nach 14 Tagen etwa. So, das heißt, ich will hier im Sommer auf alle Fälle schauen, dass ich meine Muskulatur erhalte. Ja, dass meine Muskulatur erhalten bleibt und dass sie bis zu einem gewissen Grad auch leistungsfähig bleibt. Ich muss jetzt nicht unbedingt sozusagen ein Training machen, wo ich mich progressiv steigere, ja, weil das ist auch mental anstrengend und fordernd, ja. Sondern ich will mich mental auch entspannen. Mhm. Und da würde ich sagen, macht es Sinn, ein Hypertrophie-Training zu machen, ein leichtes Aufbautraining zu machen. Das können Körpergewichtsübungen sein, das kann mit leichten Gewichten sein. Im Wiederholungsbereich würde ich sagen, zwischen 12 bis 20 Wiederholungen, ganz grob, je nachdem, was für eine Übung du dann machst. Mhm.
Und so würde ich mir ein Trainingsprogramm aufbauen. Ne? Mhm. Die Grundübungen drin haben, was für die Beine, ne? Hier Squats, Deadlifts, solche Geschichten. Mhm. Und halt dann Accessory-Übungen, ne? Für Arme, für Schultern, für Partien, wo ich vielleicht nicht so stark bin. Ne? Mhm. Ich denke, das ist so ein sinnvolles Programm und das kann ich, ne, das muss jetzt nicht super lang sein. Das kann einfach eine halbe Stunde zum Beispiel sein. Mhm. Ne? Und das mache ich dann jeden Tag, mhm, oder jeden zweiten Tag. Mhm. Ne? Mhm. Völlig ausreichend. Ja. Ja. So, dass es nicht stressig ist, aber dass es die Muskulatur, die ich mir vorher erarbeitet, mhm, habe, mhm, schwer erarbeitet habe. Ja, das, ja, ist nicht einfach. Ne? Ja, 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 dass du das qualitativ kannst, gute Muskulatur im Kraftbereich aufzubauen, das ist etwas, wo du, da musst du lange über Jahre hinweg arbeiten. Ne? Mhm. Wir reden auch über die Architektur der Muskulatur, also die Zusammensetzung. Wie ist deine Muskulatur im Verhältnis Typ 1, Typ 2 Muskeln, ne? Mhm. Muskelfasern? Ja, ja, ja. Ja, das ist ein interessantes Verhältnis. Ne? Ja. Und das willst du ins richtige Verhältnis rücken, mhm, für MMA. Mhm. Das braucht Jahre der Anpassung. Mhm. Ja? Und das, wenn du das dann jetzt nicht trainierst, 6-8 Wochen, diese ganze Arbeit ist weg. Mhm. Macht keinen Sinn. Ne? Deswegen ein Erhaltungsprogramm, sodass man, wie gesagt, die Muskulatur erhält. Und auch bei einem Hypertrophie-Programm ist eben die Intention der Wiederholung wichtig. Mhm. Wenn ich die Intention aus der Wiederholung rausnehme, also sprich die Wiederholung so schnell wie möglich im konzentrischen Bereich zu machen, mhm, und so kontrolliert wie möglich im exzentrischen Bereich zu machen, mhm, ja, dann veränderst du, jetzt noch nicht in 6-8 Wochen, aber du veränderst die Architektur wieder der Muskulatur, ja, ja, Richtung, mhm, Typ 1 Muskelfasern. Mhm. Ne? Und das ist, ist wichtig, Typ 1 Muskelfasern zu haben. Wir sind eines der, oder das einzige Tier mit so einem hohen Anteil Typ 1 Muskelfasern. Ne? Mhm. Also es gibt kein Tier, das so viele Anteile hat an Typ 1 Muskelfasern. Mhm. Deswegen sind wir auch so ausdauernd. Deswegen können wir 100 Kilometer laufen, ne? Was wenig Tiere können. Aber die Explosivität ist dann halt weg. Mhm. Also wenn ich ausschließlich Typ 1 Muskelfasern habe, das willst du zum Beispiel im Triathlon-Bereich, Marathon, ja, ne, so, ja, diese extrem krasse Ausdauerleistung, da willst du keine Typ-2-Muskelfasern haben, die viel Energie verbrauchen. Ne? Mhm. Im MMA brauchst du es, ne? Du brauchst diese Explosivität beim, mhm, Schlagen, beim Ringen, ne? Wenn ich den anderen aushebe, ich meine, das sind ja krasse Bewegungen. Ne? Mhm. Wenn ich das Körpergewicht noch mal von mir kurz mal aushebe und durch die Luft schleudere, das ist schon eine Kraftübung, ne? Ja, ich mal sagen. Ne? Ja, ja. So, das wäre meine Empfehlung, ein Hypertrophie-Programm zu haben, ne, für die Zeit, wo ich eben nicht jetzt intensiv mich vorbereite. Und dann, je nachdem, wenn es dann wieder losgeht, sozusagen mich langsam wieder ranführen an einen, je nachdem, was dann der Fokus ist, Absolutkraft, Schnellkraft, Explosivkraft und so weiter, mhm, und entsprechende Programm reingehen. Ne? Ja, ja. Ja, das ist sehr interessant, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, weil das ist etwas, was ich auch immer unterbewusst mache. Wann immer ich irgendwo im Urlaub bin, schaue ich, dass ich mir auch irgendwo einen Trainingsraum suche, ne? Wenn es nicht so ein Hotel oder irgendwo ein Resort ist oder sowas. Und wenn das nicht ist, dann nehme ich halt eben immer meine Trainingsutensilien mit, ne? Meine schwerste Kettlebell, eine Gewichtsweste und dann halt eben Gummibänder. Gummibänder, ja. Und dann ist es auch dann wirklich so, dass ich gar nicht so sehr, also ich mache dann vielleicht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, über 10 Tage weg bin, gucke ich, dass ich ein oder zwei Sprintläufe mal mache, dass ich die Kondition ein bisschen erhalte, aber dann nur ganz kurz und intensiv. Und ansonsten gucke ich, dass ich halt jeden Tag oder jeden zweiten Tag einfach ein Krafttraining mache, auf, ja, das ich halt eben gerade Bock habe. Genau. Das, also, ja, glaube, dass, nein, du kannst es nach Gefühl machen, ne? Du hast die Erfahrung. Mhm. Jetzt jüngeren Athleten würde ich es eher empfehlen, dass sie sich vorher überlegen, ne? Mhm. Was sie machen wollen und das vielleicht mit einem entsprechenden Trainer abstimmen und dann eben das weiter verfolgen auch. Ne? Ja. Das ist witzig, dass diese Frage kam. Erst am Dienstag kam eines meiner Mitglieder und hat mich gefragt, so, hey Sascha, ich bin jetzt für einen Monat ungefähr weg, was kann ich denn trainieren? Und da habe ich gesagt, okay, hey, pass mal auf, wir haben bei uns in der Library, haben wir zum Beispiel auch Bodyweight-Workouts, die man überall machen kann. Richtig. Also auch genau, dieses Red Zone Domination Training, was wir da gemacht, ja, haben. Ja, ja. Das wirklich, ich habe mal jemanden vorbereitet, ein Freund von mir,
Jeron, schöne Grüße. Und der ist tatsächlich für eine, ich glaube, eine Woche oder 10 Tage war er unterwegs. Er hat gesagt, ich habe kein Gym, was kann ich machen? Ich so, nimm dir ein Pulsmessgerät mit und mach dieses Red Zone Domination Training. Und es war ja im Grunde, ihr könnt es euch so vorstellen, das ist, was soll man sagen, editierbar auf eure Rundenzeit, die ihr halt eben kämpft. Er hat jetzt, er war damals Weißgurt und deswegen wollte er sich für einen 5-Minuten-Wettkampf vorbereiten. Und dann haben wir dieses Red Zone Domination Training eigentlich im Grunde 3x5 Minuten gemacht. Und es war nur Körpergewicht. Und ich habe es hier auch schon gemacht. Und es ist wirklich, wenn man das, wie gesagt, was du auch vorhin gemeint hast, tracken, es muss messbar sein. Ne? Man hat es mit einem Pulsmessgerät, man muss in den roten Bereich des eigenen Pulses hineingehen. Und wenn man das plus 90% vom Maximalpuls. Ja, genau. Und das ist Red Zone Domination. Ne? Also das ist das ist Red Zone Domination. Das ist auch, aber das ist dann wirklich was, wo ich sage, so, da kannst du nicht ausschauen. Wenn du das machst, das ist fürs Nervensystem und für Körper extrem belastend. Es ist vielleicht ist auch nichts von Urlaub. Nichts für den Urlaub, aber er wollte es so. Er hat gesagt, klar, ich will natürlich, auf den Wettkampf fahren. Wenn man Ziel hat, okay. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, ich will einfach 3 Wochen mich entspannen, dann würde ich nicht unbedingt Red Zone Domination Training machen. Ne? Das ist von der Intensität zu hoch. Ne? Ja. Na gut, wenn ihr es mal ausprobieren möchtet, ne, schaut es euch mal an. Die Library kann man ja sich anschauen, 3 Tage kostenlos, genau. Genau, ich denke, es gibt andere Bereiche, sagen wir mal, wenn du jetzt das Nervensystem nicht so arg stressen willst und dich nicht so arg in die ermüden willst, sage ich mal, kannst du auch sehr gut, um die VO2 Max zu erhalten. Mhm. Das ist die maximale Sauerstoffaufnahme. Jetzt kommen wir zu dem Thema Cardio gleich im Prinzip. Mhm. Ne? Um die VO2 Max zu erhalten und unter Umständen sogar ein bisschen auszubauen, kannst du ein LIT-Training machen. Mhm. Ein Low-Intensity-Training. Low-Intensity-Training, ja, wo ich sage, ich gehe in einen Pulsbereich, je nachdem, wo mein Maximalpuls ist, aber ich sage mal zwischen 110 und 130 circa. Und da trainiere ich lang. Stunde, anderthalb. In diesem LIT-Bereich einfach. Ne? Das fördert auch die VO2 Max. Ne? Also es gibt diese 2 Methoden im Endeffekt, wo man eben kurze Intervalle macht. Oder eben lange Einheiten macht, um die VO2 Max im Prinzip zu erhalten oder zu steigern, je nachdem. Ne? Das kann ja auch mal eine Wanderung sein. Das kann einfach auch mal eine Wanderung sein, ein bisschen bergigem Gelände. Da bist du auch mit dem Rucksack hinten drauf, bist du auch locker bei 110 ne? Im Schnitt Puls. Ja, ja. Also es sollte nicht zu hoch gehen, der Puls beim LIT-Training. Ja, also es macht jetzt keinen Sinn, sozusagen den Puls immer im Durchschnitt 110, 120 zu haben, sondern das sollte nicht drüber gehen. Drüber gehen, ja. Also wenn ich merke, beispielsweise an einem Spaziergang, ne, du läufst jetzt, hast dein Pulsmessgerät dabei, du läufst jetzt den Berg hoch und du merkst so, oh, ich komme über die Grenze, dann bleib kurz stehen. Guck, dass dein Puls wieder runterkommt, mach ein paar Übungen, Stretchübungen oder was auch immer und dann geh langsam weiter. Ne? Das ist der entscheidende Punkt, eben, dass du nicht in den 130er, 150er, 160er, 180er Bereich reingehst überhaupt. Ne? Das ist sehr interessant. Ich hatte auch ein praktisches oder ein Beispiel einfach dafür. Ich kann mich erinnern, es war 2014. Ich glaube, wir haben uns auf einen Kampf in Indien vorbereitet gegen so einen krassen Afghani. Und es war ein richtig krasses Trainingscamp. Und ich kann mich erinnern, Sonntag war immer mein Recovery Day. Samstag haben wir hart trainiert. Montag war dann das nächste Training angesagt und ich habe mir dann gesagt, okay gut, ich gehe ein bisschen wandern. Ne? Und dann war ich, es war aber eine etwas, wie soll man sagen, eine härtere Wanderung. Ja, ja. Und ich war am nächsten Tag sowas von im Eimer. Also es war auch so, ich habe dann an dem Tag habe ich es nicht so sehr gespürt, aber am nächsten Tag dann habe ich dann einfach gemerkt, ich habe damit meine komplette Regeneration quasi verschandelt. Ja. Und das war mir dann so eine Lehre, also an einem Recovery Day, da möchte ich wirklich nichts machen, auch nichts, was mich mental irgendwie... Mental fördert, fordert. Also das sollte mental auch etwas sein, wo du runterkommst einfach. Ja. Ne? Der Stress wegkommt einfach. Ja, ja, ja. Das ist sehr wichtig. Ja. Na gut, wollen wir jetzt dann die Brücke schlagen zum richtigen Konditionstraining? Zum Konditionstraining. So, im Endeffekt haben wir letztendlich ja verschiedene Bereiche der Kondition, wenn man so will, ne? Wir haben einmal die Grundlagenausdauer. Da reden wir über den Wert, der da wichtig ist, ist die, was wir gerade schon erwähnt haben, die VO2 Max. Heißt die maximale Sauerstoffaufnahme der Lunge pro Minute. Und
das ist, wie gesagt, das kann man sehr gut trainieren durch eben Lit-Einheiten, wo man sehr lange mit einem niedrigeren Pulsbereich arbeitet. Oder dann entsprechend durch HIIT-Training, High-Intensity-Training, sprich entsprechendes Intervalltraining. So, jetzt wenn man sagt, VO2 Max, jetzt, das kann man ja relativ leicht messen, wenn ich eine Uhr habe, ne, so eine Sportuhr, da wird der Wert dann irgendwann mal angezeigt, ne, wenn ich so und so lang das Ding getragen habe, kann die Uhr das ermitteln. Das ist eine lineare Kurve, deswegen kann man das recht gut dann ausrechnen. So, und jetzt steht da von mir aus 36. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Ist das, mit was vergleiche ich das jetzt überhaupt? Ja. Jetzt werden wir mal davon ausgehen, dass die absoluten Top-Triathleten, wo ich jetzt mal sagen würde, das sind die ausdauerndsten Athleten, die es gibt weltweit, ne, von Sportarten her jetzt mal betrachtet, die sind bei einer maximalen Sauerstoffaufnahme so zwischen, sagen wir mal, 70 und 80 etwa. So 36 hört sich jetzt im Verhältnis zu 70 bis 80 relativ wenig an. Ne? Mhm. Ist es auch tatsächlich. Mhm. Das ist auch wenig. Im MMA-Bereich, es gibt eine Studie vom UFC Performance Institute, die eben die VO2 Max Messung machen. Also man kann das auch messen mit einem Spirometer, mit einem Atemmessgerät, wo dann der Sauerstoff- und Kohlendioxidanteil in der Atemluft praktisch gemessen wird. Und die haben ermittelt, dass so der optimale Wert fürs MMA zwischen 55 und 58 liegt. Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 55, 56 VO2 Max habe und ich würde jetzt einfach weiter an meiner VO2 Max trainieren, bis ich, keine Ahnung, 65 bin, gibt es da keine Korrelation dazu, dass ich mehr gewinnen würde. Ja. Und das haben die im Prinzip, da haben die eine Studie zugemacht. Mhm. Das ist ja das Gute beim Performance Institut. Die arbeiten nach dem Open Source Prinzip. Also alle Ergebnisse von denen sind im Prinzip öffentlich publiziert. Ne? Ja. Na, sehr witzig, weil das war genau der Ansatz, den ich mich gefragt habe, als damals Tony Ferguson bei seinem bis dato letzten Kampf, als er David Goggins sich als Trainer mit ins Boot geholt hat. David Goggins ist einer der bekanntesten Ausdauerathleten unserer Zeit, ein ehemaliger Navy SEAL. Also ehemaliger Militärteilnehmer oder beziehungsweise Mitglied. Und der ist eigentlich dafür bekannt, halt die Leute mental darauf einzustellen, extrem lange Märsche, extrem lange Rennen zu bestreiten. Ja. Da habe ich gesagt, okay, gut, Tony Ferguson war jetzt nie unbedingt jemand, wo ich sage, der hat wenig Cardio oder ist mental schwach und so weiter. Ne? Aber jetzt verstehe ich, was du damit meinst. Wenn du dir vorstellst, okay, ein MMAler muss ausgeglichen sein in allen Bereichen. Okay, genau. Er muss stark sein, er muss explosiv sein, er muss ausdauernd sein. Ja. Aber wenn es zu sehr in eine Richtung geht, dann nimmst du ihm ja quasi die Kapazität für die anderen Trainingsbereiche. Für die anderen Trainingsbereiche. Genau. Das ist genau der Punkt. Genau. Also es ist, wie gesagt, 55 bis 58 ist so das, wo es optimal ist. Ja. Ja. Also du brauchst jetzt nicht eine Ausdauer wie ein Triathlet, aber du solltest jetzt auch nicht eine Ausdauer haben wie ein Gewichtheber, sage ich mal. Ne? Das ist nämlich das andere Extrem. Das ist das andere Extrem. Ja, das ist so praktisch genau das andere Extrem dazu, die wahrscheinlich kaum einen Kilometer rennen können am Stück. Ne? Ja, ja. Bodybuilder oder ähnliches. Ne? Ja. Das ist das, was ich sehr häufig auch als Frage gestellt bekomme, wie stark muss ich denn da sein? Ja. Also so Gewichtheber, wenn du jetzt wirklich so hochklassige Gewichtheber nimmst, die können wahrscheinlich ein Vielfaches ihres Körpergewichts reißen und stoßen. Ne? Ja. Aber ist es etwas, das Vielfaches, was jetzt sagen wir mal, das im dreifachen ja. Bereich. So. Das ist schon, also sagen wir mal, da bist du im absoluten Top-Level dann unterwegs. Ja. Ne? Deadlifts jetzt, ne? Es ist im Kraftbereich genau das Gleiche. Also sagen wir mal so, jetzt mal kurz nochmal auf das Cardio-Thema. Ja. Bevor ich jetzt nicht, also wenn ich jetzt starte, keine Ahnung, ich habe jetzt eine VO2 Max von 46 oder was, ne? Und ich lege jetzt los mit Konditionstraining. Ich mache jetzt mein Lit-Training und so weiter. Jetzt geht die langsam hoch. Ne? Mhm. Bevor ich jetzt nicht 55 oder 56 oder was auch immer erreicht habe, brauche ich gar kein anderes
ein Konditionstraining machen. Mhm. Also ich brauche die anderen Dinge gar nicht adressieren. Mhm. Laktattoleranz und Max-Output, sage ich mal. Max-Power-Output, so würde ich es vielleicht bezeichnen. Ja. Mhm. Die Dinge brauche ich nicht adressieren, weil wenn ich die Grundlage nicht habe, das baut aufeinander auf. Wenn ich die Grundlage nicht habe, werde ich nie wirklich in die Laktattoleranz reinkommen, also in die Laktatsättigung reinkommen, weil mir die Kondition fehlt, einfach die Grundlagen fehlen. Ne? Das Gleiche gilt hier auch. Ne? Wenn du nicht die Laktattoleranz hast, wirst du nicht den maximalen Power-Output erzeugen können. Ja. So, letztendlich ist das ein System, wo man sagt, das baut im Prinzip periodisch aufeinander auf. Ich mache erst das eine. Wenn ich hier das Ergebnis habe, dann fange ich mit den anderen Sachen an zu trainieren. Mhm. Wenn wir jetzt schon dabei sind, in der zweite Bereich, der wichtig ist im MMA, im Konditionstraining, ist letztendlich die Laktattoleranz. Mhm. Also wie viel Laktat ist mein Körper in der Lage zu handeln? Wie groß sind meine Laktatpuffer? Mhm. Ja, die Puffer werden größer und kleiner, je nachdem, wie viel ich trainiere. Ne? Ja. Versuch das mal vielleicht für jemanden, der den Begriff Laktat nicht kennt, zu beschreiben. Was bedeutet das eigentlich? Das Laktat ist letztendlich das, wenn du, sagen wir mal, eine Kraftübung machst, wo dann das Brennen auslöst. Und das Brennen wird das Übersäuern und dann das Brennen wird immer intensiver. Das Brennen führt dazu, dass sukzessive sozusagen Muskelfasern nicht mehr angesprochen werden. Abgeschaltet werden. Ja. Zuerst die Typ 1 Muskelfasern und dann die Typ 2 Muskelfasern. Irgendwann mal ist es eben das Versagen, dann kann ich das Muskelversagen, dann kann ich den Muskel nicht mehr ansteuern. Ja. Und das ist letztendlich das ist ein Schutzmechanismus des Körpers vor Überlastung. Nichts anderes ist das. Und also der hat noch viele andere Funktionen, das Laktat. Das ist auch was sehr Positives, weil das Herz verarbeitet das Laktat wieder als Energiequelle. Ja? Also das Laktat, das in deinem Körper zirkuliert, wird vom Herz wieder verwertet als Energie. Ja? Okay. Und dieses Laktat, das ist eben ein Punkt, wo gerade bei so Geschichten wie Ringen, Geschichten wie Bodenkampf. Mhm. Ja, wenn ich jemand halt in irgendeiner Position oder einer Submission, eine Guillotine von mir aus, und ich ziehe und ich merke so, okay, jetzt fängt es an zu brennen. Und jetzt, wenn ich einfach dann noch mal 20, 30 Sekunden weiter halten kann, wenn ich eine hohe Laktattoleranz habe, ohne dass meine Muskelspannung nachlässt, das ist genau das, was du haben willst. Ne? Ja, oder halt eben, wenn du Boxer bist und du gerade in einem Schlagabtausch bist. Du merkst, die Schulter fängt an zu brennen und du einfach noch mal 2, 3 harte Schläge nachsetzen kannst. Ne? Das ist genau das Gleiche. Jeder Amateursportler kennt das. Wir haben es letztens mal darüber gehabt. Die Leute, die zum ersten Mal in die Jiu-Jitsu-Wettkämpfe gehen, was für geschwollene Unterarme die direkt haben, weil einfach der Stress einschießt, eine Überbelastung halt eben herrscht und die Hände nicht mehr zusammenkriegen. Adrenalin. Das ist auch das Problem. Ne? Ja. Oder halt eben beim Ringen, wenn du dann einfach merkst, boah, die Schultern, die wollen einfach gar nicht mehr. Richtig. Ja, das ist das, wo ihr es dann halt eben spürt. Genau, und das, sagen wir mal, dieses Laktat-Toleranz-Training, würde ich mal dazu sagen, das ist etwas, wo man, wenn die VO2 Max passt, aber wenn ich da die Werte entsprechend habe, dann fängt man damit an. Und das ist auch etwas, wo man dann primär durch High-Intensity-Intervalle trainiert. Ne? Die dann je nachdem, sagen wir mal, wo der Athlet gerade ist, von der Länge variieren können. Hm. Ja. Und da immer zwei Methoden, Airbike oder Airdyne von Schwinn heißt es ja, ne? Das war das ursprüngliche Gerät, oder Laufband. Das sind im Prinzip die zwei Optionen, die du hast. Ne? Das ist etwas, wo du die Werte auch rauskriegst. Ne? Auf dem Laufband hast du deine Kilometer, du hast deinen Puls. Hm. Ja? Auf dem Airbike hast du deine Wattzahlen, wo wir nacharbeiten. Ne? Mhm. Über die Zeit dann, den durchschnittlichen Wattzahl, die du trittst. Mhm. In Relation zu deinem Körper. In Relation zu deinem Körpergewicht. Ne? Und dann kann man eben sagen, pass auf, pro Kilo Körpergewicht. Also sagen wir mal so, du schaffst jetzt
sagen wir ein Beispiel, in 2 Minuten oder in 3 Minuten, machen wir mal 3 Minuten, schaffst du einen durchschnittlichen Wattzahl zu treten auf dem Airbike von 300. Mhm. Du wiegst 60 Kilo. Mhm. So, wenn wir das jetzt in Relation setzen, sind wir bei 5 Watt, Kilogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wir haben für uns, bei uns im Gym, bei uns im Performance Center, haben wir im Prinzip festgelegt, du bist fight ready, wenn du zwischen 6 bis 7 Watt pro Kilo Körpergewicht trittst. Mhm. Das ist die Maßgabe dann für uns. Ja. Ja. Und da haben wir was Messbares. Dann habt ihr auch für euch etwas Messbares. Und dann habt ihr was Messbares und dann kann man sagen, was weiß ich, die Woche vor der Fight Week muss dieser Wert erreicht muss werden. Der Wert einfach da sein. Bis dahin steigern wir schreiben die Werte auf und wir vergleichen die Werte. Ne? Und es sollte von Woche zu Woche nach oben gehen. Ne? Ja, genau. Ja. So ist es nicht einfach nur eine Gefühlssache, oh, ich fühl mich fit. Ne? Weil das ist auch immer, was ich höre von Leuten, die dann lange nicht da sind. Ja, ich habe Konditionstraining gemacht und ich denke, ich bin schon fit genug, da in 2 Wochen bei einem Wettkampf anzutreten. Und dann lasse ich sie aufs Airbike und sage, okay, das ist dein Gewicht, ne? So, das hast du zu treten. Und wenn dann die Zahlen nicht kommen, meistens kommen sie dann halt eben nicht. Ja, das Gefühl, gerade im Cardio-Bereich, das Gefühl kann einen unglaublich trügen. Ja. Also ich denke, Cardio-Bereich ist, im Kampfsport, im Kraftbereich muss man vielleicht nicht so genau messen. Es ist natürlich hilfreich, es ist ein Riesen-Benefit, wenn ich messen kann im Kraftbereich, aber das können viele nicht, ne? Weil sie nicht die entsprechende Technik haben. Ne? Wir haben sie. Aber im Cardio-Bereich, wenn ich da nicht messe, weil das ist ein mentales Training, dann gehe ich meistens nicht ans Limit. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du nicht weißt, okay, letztes Mal habe ich, keine Ahnung, 300 Watt getreten, jetzt will ich 320 im Schnitt treten. Wenn ich die Zahlen nicht habe, wenn ich das nicht habe, dann mit Mutmaßung, wie gesagt, das ist Hobbybereich. Das ist okay, das ist nicht schlimm, ne? Aber das ist Hobbybereich. Ne? Ja. Profibereich müssen die Zahlen einfach getrackt werden. Das ist etwas sehr Interessantes. Das ist, wenn ich das Gespräch habe mit Leuten, die nicht auf dem Niveau mal trainiert haben und so, ne, und sagen, ja, ich habe mich jetzt hier verbessert in dem und dem Bereich und so weiter. Und ich sage, okay, wo sind die Zahlen? Was für Zahlen hast du? Entschuldigung. Dann kann ich das leider immer nie so ernst nehmen. Und das ist was Gutes, was ich aus dem Profibereich halt eben mitgenommen habe. Ne? Ja. Erfolg muss messbar sein. Also es ist nur dann wirklich ein Erfolg, wenn es messbar ist. Also nicht so persönliche Empfindungen, kann ich halt irgendwie nichts drauf setzen. Irgendwie, ne? Und, also in dem Bereich, auch, guck mal, wenn wir jetzt Wettkampfsparring machen, ne? Wir haben Leute da, die punkten jede Runde mit. Das ist ja nicht umsonst. Sondern ich will ja wissen, wie viel Treffer lande ich pro Runde. Was? Das Gefühl manchmal ist ein ganz anderes. Ja, das Gefühl sagt mir, hey, ich habe viel getroffen. Ne? Aber vielleicht habe ich gar nicht so viel getroffen, wenn man dann die Zahlen sich genau anguckt. Also das Zahlen ist im MMA-Profibereich Training einfach wichtig. Ne? Ja. Das macht unseren Sport ja auch so kompliziert. Ich meine, ein Sprinter, da ist es ganz klar, wer gewonnen hat. Es ist immer ganz klar, wenn du 9,6 Sekunden läufst und ich 9,7 Sekunden. Ja. Ne? Im MMA, da werden wir auch später darauf eingehen, bei Octagon 59 gab es zum Beispiel auch einen Kampf, den habe ich anders gesehen. Ne? Da trügt das manchmal. Ja, und da kann es auch manchmal ja, zu Entscheidungen kommen, die man selber nicht nachvollziehen kann, weil einfach die Messbarkeit fehlt. Ja. Plus, was man auch sagen muss, ich kann vielleicht, sagen wir mal, du hast eine höhere Trefferquote als ich. Ne? Ja, ja, aber meine Treffer waren dafür, härter. Haben mich jedes Mal runtergezogen. So, jetzt, wer hat gewonnen? Na, ja, das ist ja, dann ja, auch wiederum ja, eine Frage. Ne? Ja, und da ist es ja teilweise sogar das Ding, dass, wenn man mal, es gibt 2 große Verbände, sage ich mal, Weltverbände, ne? Die jeweils ein bisschen unterschiedliche Kriterien anlegen, vom Judging her. Ja? Die einen tun Effort to finish the fight praktisch sehr prominent bepunkten, wenn du so willst. Mhm. Und die anderen sagen Superior Grappling oder Superior Striking. Mhm. Ja? Also, du triffst mich jetzt, nur ein Beispiel jetzt mal, ne? Du triffst mich jetzt 2-mal richtig hart und sind Wirkungstreffer. Mhm.
Jetzt hast du Effort to finish the fight, wenn man so will, hast du jetzt gewonnen. Mhm. Ich habe dich aber 30 Mal getroffen leicht. Mhm. So, ich hatte wahrscheinlich das Superior Striking. Mhm. Und da hatte ich auch schon einen Kampf bei uns, den ich zum Beispiel völlig anders gesehen habe mit einem Kämpfer von uns, wo ich dann diskutiert habe mit einem der Offiziellen, wo wir eben genau auf diesen Punkt gekommen sind, dass eben die zwei großen Verbände doch unterschiedlich judgen am Ende des Tages. Ja, da muss man sehr vorsichtig sein. Da werden unterschiedliche Kriterien angelegt teilweise. Ne? Oder nicht teilweise, sondern es sind unterschiedliche Kriterien. Ne? Ja gut, ist halt so. Ne? Ja, ist schwierig. Da für mich ist auch die Frage, wenn du mich 30 Mal triffst, hast du wirklich ein Superior Striking? Weil mit den zwei Treffern, die ich gemacht habe und dich fast K.O. geschickt habe. Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt einfach. Ja. Ist nicht einfach. Deswegen, es wird nie ein Regelwerk geben. Also das ist meine Meinung. Es wird nie ein Regelwerk geben, das wirklich immer zu eindeutigen Ergebnissen führt und dass jeder damit glücklich ist. Sowas wird es nicht geben. Das ist einfach ein Sport, der nicht messbar ist. Ja, ja. Ne? Also der nicht das Einzige, wo wirklich messbar ist, ist, wenn es ein klarer Tap-Out ist, also wenn es eine Submission ist letztendlich, oder ein klarer K.O., ein TKO. Ist meistens auch das Problem. Ist das Problem, da muss der Referee reingehen irgendwann. Und das kann zu früh oder zu spät sein. Das ist auch wieder... Ja, das war jetzt auch bei dem Keta-Kampf zum Beispiel. Fand ich auch, das war ein bisschen zu früh in meinen Augen. Richtig. Ja, also, aber gut, da können wir ja gleich drauf eingehen. Also das ist so ein bisschen das Ding, wo man einfach gucken muss. Ne? Deswegen gehen wir immer, versuchen immer natürlich den Kampf vorzeitig zu beenden. Das ist immer das Ziel. Ne? Das nicht leicht, aber das ist das Ziel immer. Ne? Klar. Gut, haben wir noch was zu sagen zum Thema Kondition? Nee, also zusammenfassend denke ich mal, muss man einfach schauen, dass man erstmal die VO2 Max auf die entsprechenden Werte bringt. Und dann gibt es eben das nächste, wo man intensiv trainieren sollte, ist dann die Laktattoleranz. Und darauf aufbauen, wenn die Laktattoleranz da ist, kommt der maximale Power-Output. Das sind so, sagen wir mal, die Progression eines Konditionstrainings. Ne? Mhm. Bei uns jetzt zumindest mal. Ne? Sehr schön, wunderbar. Wenn ihr dazu noch Fragen habt. Ja, noch ein Ding, was, denke ich mal, sehr wichtig ist im Konditionstraining, ist, wo man jetzt auf die Zahlen und so, beim Konditionstraining trage ich immer ein Pulsmesser. Mhm. Sonst macht das Konditionstraining für mich fast keinen Sinn. Ja, weil du musst schauen, bist du irgendwo in den Bereichen. Es gibt ja auch das Tempotraining. Ne? Also wir arbeiten eigentlich nur in zwei Bereichen. Das heißt Lit oder Hit. Mhm. Und dazwischen ist das sogenannte No Man's Land. Mhm. Das ist da, wo viele trainieren, ja? Wo aber die Adaptionen einfach im Verhältnis zu dem Aufwand, den ich betreibe, so gering sind, dass wir die Zeit uns sparen einfach. Das ist vergeudete Zeit auf gut Deutsch. Mhm. Ne? Und Verschleiß auch. Ja? Weil Tempotraining ist letztendlich immer so, was weiß ich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ja, wenn man sich vorstellt, ich gehe jetzt laufen und renne jetzt, was weiß ich, 8, 9 Kilometer, 10 Kilometer, ne, das ist einfach auf Dauer auch verschleißend. Für die Gelenke, wenn ich jetzt auf dem Laufband bin, ich meine, wir haben hier ein sehr gutes Laufband, ja, Woodway, die besten Laufbänder, nicht ein gutes, sondern die besten Laufbänder, wenn du da drauf in der Woche 2 bis 3 Kilometer rennst, hochintensiv, dann hast du einfach viel weniger Verschleiß auf dem Körper. Mm. Und bessere Adaptionen. Ja. Also der Körper passt sich viel stärker an. Mm. Das ist ja das, was wir wollen. Ja, ja. Das ganze Tempotraining, was man so sieht, das ist alles... Ja. Das ist das, was ich leider in zu vielen Gyms, in zu vielen Vereinen sehe, ist, also wie du gerade gesagt hast, entweder sind wir halt eben im blauen Bereich, ne, im Low-Intensity-Bereich, oder wir sind im roten Bereich. Genau. Ne, im Low-Intensity-Bereich, da können Sachen wie Techniktraining, technisches Sparring und so weiter stattfinden. Exakt, ne? Richtig. So, aber die meisten Gyms und Teams, die ich so kennengelernt habe, die sind alle hier in dem mittleren Bereich. Ne? Ja. Die trainieren zu hart, dass es zu leicht ist, und zu leicht, als dass es zu hart ist. Richtig, genau. So, und das ist so wirklich das Ding. Das habe ich kennengelernt, wenn ich in der Vorbereitung war. Und das heißt, heute ist eine Einheit, da wird Gas gegeben, da muss ich in den roten Bereich rein. Und ich sage mal so, im Laktattoleranztraining gibt es bei uns keine Einheit, wo nicht einer über den Mülleimer hängt und kotzt.
Es gibt nicht eine Einheit. Mhm. Und in den Bereich musst du rein. Hoher Laktatwert führt zum, dass dir schlecht wird. Das ist völlig normal. Aber daran musst du dich gewöhnen. Mhm. Genau daran musst du dich gewöhnen. Mhm. Dieses unkomfortable Gefühl, ja, da wird man sich nicht wohlfühlen dabei. Mhm. Ne? Wenn du in diesen roten Bereich reingehst und da voll hämmerst und voll eskalierst und so. Das wird nie so sein, dass du sagst, hey, geil, da freue ich mich voll drauf auf die Einheit. Nein, das soll auch nicht so sein. Ne? Das ist Kampf. Das ist eine Simulation. Ein Kampf gegen dich selber erstmal. Den muss ich erstmal gewinnen. Ja, und das ist, also für mich war das früher auch mental das Schwierigste immer, wenn da die Tage waren, okay, jetzt ist das Konditionstraining dran. Das war für mich immer so, ich so, okay, habe ich jetzt alles hier noch 5 Minuten rausgezögert, um mich so ein bisschen mental darauf vorzubereiten. Also, okay, nee, scheiß drauf, du musst da durch. Wenn du kämpfen willst, musst du da durch. Ja, 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 und das ist ganz witzig, pass auf. Also, wenn ihr euch vorstellt, wie ihr das erste Mal ins Kampfsporttraining gekommen seid und ihr euch danach so richtig, ich habe oft so Leute, die dann bei mir im Probetraining sind, die dann mal kurz zur Seite gehen müssen, denen schlecht ist, die so, oh, ich glaube, ich muss spucken und so weiter, das ist alles cool. Es ist halt so, wenn du das erste Mal machst. Das ist normal. So. Und dieses Gefühl, stell dir mal vor, was das für ein Niveau sein muss, wenn ein Profi in dieses Gefühl hineingebracht werden muss. Ja. Und das Ding ist, ich erkenne harte Typen, die meinen, sie sind hart und so weiter, ne? Aber die sowas zum Beispiel meiden. Ne? Die, wenn man sie mal in diesen Bereich bringt, die das gar nicht kennen. Ne? Zum Beispiel Leute, die hatten es gern, dass sie einfach gar nicht so hart sind dann plötzlich. Scheiße, fuck. Das ist ja richtig hart. Das bin ich aber gar nicht. Das ist ja das Ding. Da siehst du, ob du es wirklich willst. Und das siehst beim Konditionstraining siehst du das. Das ist das, was wir letztens gemeint haben, bei Schwergewichten, die nicht so gepusht werden. Zum Beispiel. Bei Schwergewichten siehst du das zum Beispiel. Oft, die dann meistens der Bully im Gym sind und so weiter und die gar nicht so von den anderen irgendwie, wie soll man sagen, tangiert werden können oder sowas. Die brechen dann bei solchen Sachen relativ schnell ein, weil die das nicht kennen. Aber als guter Tipp, es ist besser, wenn ihr es im Gym macht und es ist besser, wenn ihr es auf dem Fahrrad macht, als dass, wenn ihr das im Käfig herausfindet. Wow. Wenn der unten liegt schon. Ja, genau. Und dann der eine auf dir drauf liegt und voll in dich reinschlägt. Das ist so dieses. Und du merkst so, fuck, so fühlt sich der rote Bereich an. So. Ja. Mir ist richtig schlecht gerade. Und das ist so dieses typische, dieses Phänomen, das du dann siehst, wenn dann so ein ungeschlagenes Schwergewicht auf ein anderes ungeschlagenes Schwergewicht trifft. Ja. Ne? Und dann siehst du, okay, die battlen sich, dann irgendwann übernimmt der eine das Oberwasser und dann bricht der eine aber relativ schnell ein. Ich habe das komischerweise im Jiu-Jitsu, ist mir das früher auch sehr aufgefallen. Ne? Wenn du zum Beispiel gegen jemand extrem schweres, starkes kämpfst und der mal on top ist, ne? Dann bist du unten wirklich, wie soll man sagen, seine Vorlage, an der er sich quasi austoben kann. Aber genauso ist es. Ich sage das immer zu Leuten, wenn die in der Open Class kämpfen. Sobald ihr mal eine schwere Person selber auf den Rücken gebracht das habt, ist sehr auch, oft. Weil die nicht oft auf dem Rücken weil sind. Weil die das nicht gewohnt sind. Egal, ob es Ringer sind oder Jiu-Jitsu oder halt eben auch mal, keine Ahnung, ein MMA-Kämpfer. Ne? Das ist, glaubt mir, so schlimm es ist, so einen 120-Kilo-Typen auf euch drauf zu haben. Wenn ihr es mal geschafft habt, ihn zu drehen und er selber am Rücken ist, ihr werdet ihn nicht wiedererkennen. Ich meine, das ist ja auch eines der schönsten Gefühle. Also, ja, natürlich. Wenn du einen 100-Kilo-Typ sweepst und dann oben dominierst. Ich meine, das ist Jiu-Jitsu. Ne? Ja, genau, weil die es dann nicht gewohnt sind. Das ist genau Jiu-Jitsu. Das ist krass. Okay, gut. Lass uns doch mal kurz auf Octagon 59 eingehen, okay? Wir hatten am Wochenende die Sommerparty hier in Bratislava, war das? Jawohl, richtig, genau, ne? In Bratislava. Richtig. Und die haben ein gutes Event abgeliefert. Ja. Wollen wir von Main Event runterarbeiten oder umgekehrt? Von unten nach oben. Ich denke mal vom Main Event. Das Main Event, okay, gut. Das war leider ein Kampf, wo ich sagen muss, hat mir persönlich nicht so gefallen. Das war quasi das Tippsport Game Changer. Das war die erste Runde. Nee, das ist die dritte Runde. Ah, die dritte Runde jetzt schon gewesen. Okay, gut, ja. Ne? Wir hatten Ronald Paradeiser gegen Daniel Torres aus Österreich. War für mich einfach schade für Torres. Er passt einfach nicht in die Gewichtsklasse rein. Man hat einfach gesehen, der Gewichtsunterschied. Also als ich die Gegenüberstellung sah, der war ja fast einen halben Kopf größer als er. Ne? Also es war einfach. Der Paradiser, sage ich mal, ist ein. Von der Größe her ist es ein internationales Leichtgewicht, würde ich sagen. Von der Größe her. Ja. Der könnte jetzt auch in der UFC kämpfen. Gegen der Torres ist ein 66er, wenn nicht sogar weniger. Ja. Das siehst du allein schon an den. Man sich mal die. Hol mal kurz die Statistik raus, bitte. Ja, wenn man sich die Statistik anschaut, also die Körpergröße, 1,88 gegen 1,76. Das heißt, Torres ist noch mal der Torres ist für 66 wäre das top, ne? 1,76.
Bilanz ist jetzt auch nicht schlecht. Ne? Ist ein guter, erfahrener Mann auf alle Fälle. Mhm. Aber der ist einfach mit dem Paradiser, mit der Größe. Ja, ich glaube, da ist er einfach, wie soll man sagen, überfordert gewesen. Ja. Ne? Und das hat sich dann auch im Kampf wieder gespiegelt. Er hat auch irgendwie ganz komisch, stand er irgendwie immer so da. Er hat die Hände relativ weit unten gelassen, Kinn relativ weit oben. Ja, ja. Also der Pascal Kraus, der Kommentator, hat irgendwie spekuliert, ob da irgendwie eine Verletzung hatte oder warum er diese Faxen gemacht hat, weiß man nicht. Auf jeden Fall ging verdientermaßen an Paralyzer, aber ich habe wirklich nach den ersten paar Minuten habe ich auch nichts anderes erwartet. Also da hätte es schon mit einem Wunder zugehen müssen, dass er den, dass der Torres ihn irgendwie. Selbst im Ringen, ne, der war einfach physisch. War einfach physisch zu schwach, ja. Physisch nicht dem. Lausanne Cater, ne, der Bad Boy von Octagon gegen. Lausanne Cater gegen Predrag Bogdanovic. Ja. Ja, der Bad Boy von Octagon, ne? Der auch Paradiser schon vor 2 Jahren besiegt hat, ist für mich einfach, ist ein Phänomen. Wir hatten es letztens schon mal davon, dass er eigentlich für Octagon eigentlich, er ist Octagon schon entschlüpft in meinen Augen. Ne? Was seine Leistung, was seine Fähigkeiten, was seine Star-Qualitäten einfach anbelangt. Der ist nach dem Kampf, ist er rausgegangen, also kurz um es mal abzureißen, in der 2. Runde, da hat er ihn K.O. geschlagen, ist er rausgegangen, hat sich ins Publikum reingesetzt, hat so die Hände breit gemacht, hat ein Selfie gemacht mit einem Fan. Das ist ein Typ, der gehört auf die nächste Bühne in meiner Meinung. Ich glaube, der wird jetzt das Ding noch mitnehmen und dann ist für ihn Schicht im Schacht. Da müsste Octagon schon irgendwas total Krasses ihm bieten, aber das glaube ich auch nicht. Also der muss einfach. Weil der ist jetzt Leichtgewicht-Champion, der ist Federgewicht-Champion. Was will er denn noch? Gamechanger jetzt. Da hat er da wahrscheinlich im Finale. Mhm. Dann kann er das Triple holen. Oder ist im Finale, ne? Genau. Ja. Also ich meine. Um kurz auf den Kampf einzugehen, ne, man hat von vornherein gesehen, dass Lausanne einfach der athletischere ist, der abgeklärtere ist. Bogdanovic hat im Grunde, der hatte ein, zwei gute Timing-Momente am Anfang, wo er sich den Takedown holen wollte, aber Keita hat das wunderbar rausgesprawlt. Er hat auch, Bogdanovic hat zu sehr am Single-Leg rumgemacht in meinen Augen. Ich fand das Ringen von dem nicht gut. Das war einfach, der hat zu wenig variiert. Yeah. Er war an dem Single dran gehangen, yeah, wie so ein ängstlicher Hase, sage ich mal. Ne? Yeah. An dem Single-Leg immer wieder. Aber hat nicht angefangen, jetzt von dem Single mal in Bodylock zu gehen. Zu variieren, zu switchen einfach, die Position schneller zu switchen. Deswegen war er sehr vorhersehbar. Er war extrem vorhersehbar und du hast halt einfach. Er hatte zu viel Respekt vor den Händen von Gator. Angst. Man hat es ja immer gesehen. Ich meine, zu Recht. Ne? Also jedes Mal, wenn sie eingeschlagen sind, vor allem der K.O.-Treffer, der linke Haken hier zur Midsection, der hat wirklich geklatscht. Das war, also mich hat es eh gewundert, dass er die erste Runde überstanden hat, weil ich dachte wirklich, nach den Bomben, die eingeschlagen sind. Wobei ich auch sagen muss, für mich ein Ticken zu früh abgebrochen. Ja, weil genau. Ja. Der hat den Körpertreffer gekriegt. Ja. Der hat sich praktisch oft in die Turtle-Position und so, hat sich zum Käfig hin und hat sich so geschützt. Ja, genau. Ja, ja, war für mich zu früh. Und ich meine, es ist jetzt 4:15 gewesen. Das wären nur 45 Sekunden gewesen. Ne? Ich hätte noch gewartet. Also 2, 3 Schläge, weil er war ja geschützt auch noch. Er war ja zu. Er war ja nicht irgendwie so dagelegen oder irgendwas. Es war kein Lebertreffer, weil es danach gleich wieder. Es war kein Lebertreffer. Es war ein harter Treffer auf den Körper, aber es war auch nicht Solar Plexus. Da bist du auch weg. Also wenn du es richtig triffst, dir Sonnengeflecht, ist vorbei. Ne? Aber das war einfach nur ein harter Körpertreffer, mehr nicht, ne, sag ich mal. Na gut, wir standen nicht im Käfig. Nee, ne? Klar, natürlich. Aber in meinen Augen, es war zu früh, weil von der Leber erholt man sich nicht so schnell und vom Solarplexus ebenfalls nicht so schnell. Ja, aber nichtsdestotrotz, starke Leistung von Keita, der jetzt weitergekommen ist. Und wahrscheinlich werden sich Paradiser und Keita im Finale treffen. Ja. Ne? Und da ist halt eben die Frage, hat Paradiser ein bisschen was gelernt aus seiner letzten Niederlage gegen Keita? Ich denke, dass es vom Körperlichen her schon nochmal anders wird jetzt. Mhm. Also der... Und ich meine, der hat auch gute Trainingspartner, ne? Der Paradiser, ist ja auch bei Ankos, ne? Wo wir auch schon Leute hingeschickt hatten, mehrfach. Das sind schon gute Leute, denke ich mal. Wird man sehen, wird interessant. Also ich tippe fast auf den Paradiser, ehrlich gesagt. Ich habe eher Keter auf dem Schirm. Aber gut, da können wir uns ja gerne das nächste Mal drüber unterhalten, wenn dann das Finale gelaufen ist. Können wir nächstes Mal eine tiefere Analyse machen, weil ich habe ein paar Lücken gesehen im Ring, viele, finde ich, beim Keter. Ich habe viele Lücken gesehen im Ring. Also wenn du, sagen wir mal, wenn du mit dem Stand einigermaßen klarkommst und es kommt über die Reichweite, müsst ihr über die Reichweite schaffen, den einigermaßen auf Distanz zu halten. Ne?
und dann versuchen, mehr ins Ringen zu gehen. Mhm. Und am Boden mal zu dominieren, länger. Mhm. Ja? Weil es wird ja dann auch ein Fünf, also wenn die im Finale sind, ist es ein Fünf-Runden-Kampf. Mhm. Ja? Das heißt, ich kann strategisch anders arbeiten auch ein Stück weit. Ne? Ja, ich kann sagen, okay, ich gehe mal die ersten zwei Runden, versuche ich einfach mal nicht hart getroffen zu werden und versuchen müde zu machen mit dem Ring. Ne? Ich glaube auch, dass es einen erfahrenen Typen wie Paradeiser braucht, um Cater zu schlagen. Weil er ist schon Ausnahmetalent, ein Ausnahmeathlet auch. Ne? Aber mit dem richtigen Setup, mit dem richtigen... Der hat jetzt 28 Kämpfe. Ne? Das ist 27 Jahre alt. Ne? Ist 27. Echt jung dafür, dass er so viele Kämpfe hat. Ja, ne? Und Cater... Und der Cater, der hat jetzt 15. Ne? Also das ist, darf man nicht unterschätzen. Das ist fast doppelt so viel an Erfahrung im Profibereich. Und der hat ja auch Buchinger gekämpft und der Paradeiser. Ne? Also schon gute Leute auch gekämpft. Cater, glaube ich, auch. Cater hat auch Buchinger. Buchinger gekämpft, richtig. Die haben sie beide. Ja, zu dem kommen wir jetzt. Ne? Der hat gegen also Ivan Reservekampf Buchinger. War jetzt praktisch Ivan Buchinger gegen Lukas Radzewski. War eigentlich eine klare Sache. Buchinger hat ihn komplett im Stand dominiert. Und das Finish fand ich wirklich toll. Hast du es gesehen? Der stehende Darth-Joke. Ja. Das war wirklich, also ich fand wirklich, also er ist erst in den Headlock reingegangen, den hat er dann verteidigt und ist dann zu einem Darth-Joke und hat den dann stehen Also Chapeau, war wirklich gut. Nee, das war einfach, da hast du einfach einen Klassenunterschied gesehen. Ja, total. Ja. Das war einfach ein Klassenunterschied. Jeffski hat da leider nicht mithalten können. Ja. Dann Props nochmal an den Monster, MMA, ans MMA-Monster. Peter Knitsche, ne? Peter, 46, ne? Mit 46 nochmal einen Head-and-Arm-Joke rausgehauen. Richtig stark, ja. Gegen keinen schlechten Mann, ne? Der war deutlich jünger, oder? Ja, schauen wir uns mal kurz in der Statistik an. Ne? Also er ist 32 der gegen 37. Oh, gegen 47, ne? Ja, okay. 15 Jahre Unterschied, stell mal vor, Mann, das wäre wie wenn wir zwei gegeneinander kämpfen würden. Wow. Ja, weiß, wie das ausgeht. Ne? Aber Props, muss man 47, sagen. Mann, ey, krass, ey. Also er ist wirklich die ganze Zeit drangehangen. Und dann hat er in der zweiten Runde war, glaube ich, dann die Submission. Ne? Ja, genau, in der zweiten also Runde. Dann, ja, das war richtig. Also der war sowas von eng drin, wirklich. Und als er so alles angespannt hat, die ganze Muskulatur, die da um den Hals war. Ja, ne? Normalerweise, also, ich dachte eigentlich, normalerweise die Verteidigung. Der war nicht so, ich fand, der war nicht gut positioniert. Ich finde, der hätte einfach das hier machen können. Ja, ja. Aber dann habe ich mich gefragt, weil so ich finische den nie so. Also wenn du seitlich liegst, ist immer die Gefahr da, dass der andere Partner sich so das Bein greift und dann hier hebelt. Na klar, wenn er eng zu ist, ist er eng zu. Ne? Aber normalerweise finische ich den, oder hast du mir den immer so gezeigt, mit dem Knie, also quasi nur ein Belly zu finishen. Weil dann kannst du nicht mal an den Arm ran. Ne? Er hat den einfach wahrscheinlich auch mental gebrochen. Und der war mental gebrochen dann. Ne? Ja. Und jetzt, der Kampf des Abends, ne? Fand für ich mich, auch. Piotr Wacsniak. Sorry für die falsche Aussprechweise. Wacsniak. Ne? Nehmen wir Piotr. Piotr gegen Andreas Michalidis. Piotr gegen Michalidis Andreas. Ja, also es war wirklich starker Kampf. Ein wirklich sehr, sehr starker Kampf und auch ein riesenkrasses Comeback. Wow. Ja, also die ersten zwei Runden war wirklich in meinen Augen Michalidis. Am Drücker, hätte ich auch gesehen. Hat ihn geworfen, zweite so ein bisschen getroffen. Aber dritte dann halt. Ja, in der dritten ist er komplett eingebrochen, Michalidis. Ja. Und dann hatte Piotr auch spielen können ein bisschen mit ihm. Ja. Ja. Aber ich verstehe das Ergebnis nicht. Das ist genau das, was wir vorhin gemeint haben mit Messbarkeit. Ich sehe das. Erste Runde Michalidis. Zweite Runde eigentlich auch Michalidis. Ne? Dann hat er vielleicht. Ja, die zweite hätten wir so, okay, ja, aber eigentlich auch Michalidis. Ja, ja. Definitiv. Und dann dachte ich vielleicht mit dem letzten Takedown. Der hat zwei Takedowns, glaube ich, geholt in der dritten Runde. Ja. Und dann auch vor allem noch im letzten Moment. Und da dachte ich so, okay, gut, das müsste eigentlich reichen. Ne? Wirklich starke, dominante erste Runde. Aber es war Split Decision für den Mann aus Polen dann, ne? Ja. Da habe ich jetzt nicht so ganz gesehen, ne? Aber kann man vertreten, oder was sagst du? Ja, man kann es vertreten. Ich sag mal, es ist jetzt keine grobe Fehlentscheidung gewesen. Ne? Ich meine, der Schaden war brutal bei beiden. Ja, ne? Der hat ja sofort ein Pflaster hier bekommen. Ne? Der Schaden war, also das war ein Kampf, da war Visual Damage war da bei beiden, ausreichend. Ja, ja. Dem Piotr war ja das komplette Auge kaputt da, ne? Alles gecuttet. Der Cut, ja, die haben direkt ein Pflaster drauf gemacht. Das war schon also sehr, sehr spannender, interessanter Kampf auf alle Fälle. Auf internationalem Niveau, wirklich stark. Ne? Die Sommerparty war wirklich, hat gehalten, was er versprochen hat, muss man sagen. Ja.
Definitiv. Ja. Cool. So, jetzt könnten wir ja noch, wenn wir noch Fragen haben, abschließend auf ein paar Fragen eingehen oder auf ein, zwei Fragen noch aus dem... Wie verbessert man am schnellsten seine Ausdauer? Haben wir okay, heute. Das haben wir jetzt am schnellsten, ja, aber es ist... Am schnellsten also, schnell geht nichts. Schnell geht nichts. Ne? Das ist... Ja. Also auch vielleicht noch mal kurz um den Zusammenhang zu... Also Grundlagenausdauer aufzubauen, das geht auch nicht schnell. Ne? Das ist nichts, wo du jetzt... Zeit, das ja. braucht Zeit. Ne? Grundlage braucht Zeit. Ne? Laktattoleranz, das geht schneller. Ne? Hier User, oh, gar kein Name richtig, VZH, bla bla bla. Welche Lebensmittel, Mahlzeiten empfiehlt ihr für, vor bzw. nach dem Training? Und wie steht ihr zu veganer und vegetarischer Ernährung in Bezug auf Training? Danke schon mal und liebe Grüße. Ja, okay, gut. Vor und nach dem Training haben wir eigentlich das letzte Mal auch besprochen gehabt. Ne? Was ungefähr? Ne? Also welche Arten von Lebensmitteln? Ne? Ja, sagen wir mal, welche Arten von Makros? Welche Arten von Makros? Von das Makros. Haben wir ja schon also, mal besprochen gehabt. Sagen wir mal, welche Lebensmittel jetzt im Sinn von, dass ich jetzt sage, meine Kohlenhydratquelle ist jetzt Reis, Kartoffeln, Nudeln von mir aus. Das ist, würde ich sagen, sehr individuell. Das auch, ist sehr ne? individuell, ja. Wie man es verträgt und alles. Ich würde immer tendenziell zu Vollkornprodukten ja, gehen. Ist auch ne? meine Tendenz. Ja. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, so Nudelprodukte oder sowas oder Brot. Ne? Brot. Macht müde. Mich macht's müde. Und ja. ich habe nie die Leistung, wie wenn ich jetzt mich auf Reis oder Haferflocken. Das ist so, das sind meine. Und das ist bei dir zum Beispiel so und beim anderen, der isst Kartoffeln ne, zum Beispiel. Das ist auch okay. Ja. Ja. So wie gesagt, das ist jetzt von der Quelle her, denke ich mal, ist es nicht so relevant. Ne. Das gleiche beim Protein. Ja. Ob ich jetzt Fisch esse oder ob ich jetzt Fleisch esse. Also was ich nicht empfehlen würde, wäre und jetzt Erbsenproteine. Das ist das, was ich meine. Auf das Vegane. Ja, genau. Und das Veganismus und Vegetarismus. Also vegetarisch lasse ich mir noch gefallen. Ja, Eier sind eine gute Eier und Milchprodukte, sage ich mal. Damit kann man Eiweißbedarf einigermaßen vernünftig abdecken. Ja. Ich denke, vegan wird schwer. Vegan also, da musst du wirklich ganz präzise arbeiten und supplementieren halt auf jeden Fall. Ja, ja. Und dann ist es wiederum die Frage, da musst du so viel supplementieren, da musst du so viel künstliche Nahrung zu... Also mein Ding für Leistung, ist, wir reden jetzt von Leistung. Für Leistung, wir reden jetzt für nicht von Wellness. Ne? Wir reden nicht von Wellness, sondern wir reden von Leuten, die zweimal am Tag halt abrufen müssen auch. Ne? Ja. Können. Ja. Also da würde ich schon eher ja, mit Fleisch und Fisch... Ich sage immer so natürlich und so unverarbeitet wie möglich. Ja, so kann man es zusammenfassen. Eigentlich. Und wenn mir jetzt jemand kommt und sagt so, ja, hier komplett vegan und so weiter, 80% meiner Ernährung sind vegan. Ja, ja. Die ganzen Energiequellen, die ganzen Kohlenhydratquellen, das sind alles pflanzliche Dinge, auch Fette. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt Olivenöl oder Nüsse nehme. Das Avocado, ist geil. Avocado. Ist richtig gut. Das ist der größte Teil, ist eh vegan. Ja, und wenn du halt eben auf Proteinquellen gehst, ne? Entschuldigung. Tierische Proteine ne, in Form von Fleisch, in Form von Fisch oder jetzt zum Beispiel in Form von Eiern. Das sind für mich die idealen Quellen. Ja. Wenn jemand sagt, das möchte er nicht, aus ethischen Gründen oder sonstigen Gründen, alles cool. Ne? Aber die veganen Top-Athleten, die musst du mir noch zeigen, die jetzt zum Beispiel im Kampfsport bestehen. Keiner auf dem Top, kennst du, aus dem Stegreif heraus, kennst du einen Top-Kämpfer, einen UFC-Champion derzeit, der komplett vegan ist? Gibt's nicht. Also mir würde jetzt gerne, es ist ein streitbares Thema, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, mir fällt keiner ein. Diaz ist, glaube ich, vegan. Gut, aber nee, der Diaz, Punkt... Aber ist kein Champion. Ist kein halt, Champion. Ne? War auch nie. War, würdest du sagen, Top-5-Kämpfer? Top 5, würde ich sagen. Zu seiner Topzeit, aber war zu der Zeit schon vegan? Das weiß ich nicht, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, aber... Also ich kenne keinen jetzt kompletten, wie heißt es, Plant-based Athleten, der sagen wir mal, auf dem absoluten Top-Niveau unterwegs ist. Mhm. Ja. Also so viel zu dem Thema. Wie gesagt, welche Lebensmittel im Speziellen, das ist sehr individuell, um es nochmal zusammenzufassen. Und reine vegane Geschichte würde ich abraten von. Vegetarisch kann man sich überlegen. Mhm. Aber am besten, denke ich mal, ist es mit Top-Niveau. Genau.
mit Fleisch. Aber belehrt uns gerne eines Besseren, wenn ihr einen UFC-Champion kennt in den letzten Jahren, der tatsächlich komplett vegan war. Oder einen anderen Top-Athleten im Bereich Kampfsport. Gerne her damit. Ja, wir gerne. Lesen uns gerne ein. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, beschließen wir den heutigen Podcast, oder? Ja. Solltet ihr Fragen haben oder Anregungen oder jetzt, wie gesagt, zu dem Thema was zu sagen haben, schreibt es gerne in die Kommentarzeilen. Wir versuchen es viel da drin aufzuhalten und auch mal die sinnvollen Fragen und Anregungen hier in dem Podcast zu besprechen. Aufzugreifen. Liked uns, teilt uns, empfiehlt uns euren Freunden und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Let's go!